Da Moth ja ein bekennender Pattaya Music Festival-Fan ist und ich ihr natürlich kaum einen Wunsch abschlagen kann, habe ich ihr versprochen, dass wir hier 2 Tage, ja, und 2 Nächte uns um die Ohren schlagen, um hier alles uns anzuschauen. Moth kann sich durch alle angebotenen Seafood-Angebote futtern und ich muss stundenlang diese Musik ertragen, damit wir wenigstens gut wohnen, haben wir ein schönes Hotel in Pattaya gemietet. Damit hallo, herzlich willkommen ins Swadika zu diesem kleinen Hotelvideo und eine kleine Rückschau nach 2 Tagen, 2 Nächten Pattaya Music Festival. Ja, die Anforderungen von meiner Seite waren nicht allzu hoch. Ich habe zu Moth gesagt, wie immer, kümmere dich drum, buch dir was. Wahrscheinlich wird alles ausgebucht sein im günstigen Bereich. Aber da hat sie wieder Glück gehabt oder auch stundenlang gesucht und hat hier ein wunderschönes Hotel gefunden. Adresse habe ich euch gerade eingeblendet. A1 Star Hotel in der Pattaya Soi 3. Nicht weit weg vom Geschehen, was für Moth wichtig ist. Man kann also auch mit vollgeschlagenem Magen bis oben hin sich noch irgendwie spät nachts zum Hotel schleppen. Und für mich, ja gut, ein bisschen Trubel, ein bisschen laut rundherum. Ein paar bekannte Straßen in der Nähe, die mich aber natürlich nicht interessieren. Und wir hatten wirklich Glück gehabt, so ausgebucht, wie das auf vielen Buchungsportalen jetzt übers Wochenende aussah, war das dann gar nicht. Moth hatte am Donnerstag die spontane Idee gehabt, da was zu buchen. Es hat also alles geklappt. Wie gesagt, man schreibt immer sehr viel, dass die Hotels bis zu bestimmten Prozentsätzen ausgebucht sind und so weiter und so fort. Aber eigentlich sind sie es nicht. Ob das alles Reservierungen nur sind und die Leute dann nicht anreisen oder wie das auch immer ist, kann man schwer abschätzen. Zumindest da, wo wir hin wollten oder da, wo Moth hin wollte, da hat es geklappt, ohne weitere Probleme. Und auch das, ja, die logistische Geschichte war recht einfach zu regeln. Zum Music Festival ungefähr 5 Minuten zu laufen, also perfekt. Man brauchte also dadurch, dass die Straßen halt gesperrt waren, rundherum um das Festivalgelände, kein Auto, kein Moped, kein gar nichts. Und ich habe nochmal die Chance, euch ein kleines, nettes Hotel zu zeigen, was auch relativ günstig ist, wenn man nicht allzu große Ansprüche stellt. Das Zimmer relativ klein und für mich der erste Schock, gleich mal getrennte Betten. Wunderbar, kann man sich schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten, wie das im Alter so sein wird, wie das so sein wird, wenn man nicht mehr zusammen in einem Bett schlafen kann oder muss. Vielleicht ist es aber auch nach so einem langen Festivalabend, wo es tonnenweise Seafood gab, auch gar nicht so schlimm, wenn man da mal getrennt schlafen muss. Aber ansonsten für das Zimmer alles da, was man so braucht für die schnellen Unterkunft, für die schnelle Nacht, die man dort verbringt. Wir haben es jetzt auf 2 Nächte gebracht, also relativ einfach alles dort. Kein Luxus, kein großes Schnickschnack. Wie gesagt, ein Bett zum Schlafen, Zimmer recht klein. Ich würde es nicht unbedingt für den Urlaub buchen, aber wenn ich hier für 2, 3 Tage mal bin, auch nicht so die großen Ansprüche habe, dann kann ich hier locker herkommen. Und wenn man noch jünger ist, könnte man ja mit der Dame seines Herzens auch in einem von diesen Kuschelbetten liegen. Dann funktioniert es ja auch. Man ist ja auch hier nicht so weit weg von der, ja, mehr oder weniger gut bekannten Straße mit der Hausnummer 6. Und dann könnte man ja eventuell das ein oder andere miteinander verbinden. Aber für uns standen 2 Tage Festival, ja, zu Buche. Alles andere konnte ich mir aus dem Kopf schlagen. Wie ich das auch schon in den letzten Jahren immer gesagt habe, Thailänder mögen solche Veranstaltungen. Die sind laut, bunt, schrill. Viele Leute kommen zusammen. Man denkt auch über eine gewisse Zeit dann nicht mehr nach, was es alles für Probleme gab und Probleme gibt und so weiter, sondern lässt sich dann einfach so ein bisschen dort treiben. Bildtechnisch sehr, sehr schwer aufzunehmen. Ihr habt es vielleicht in unserem Short-Video gesehen. Mehr gibt es einfach nicht her. Zu viele Menschen, zu viele Leute. Ja, ihr kennt die Problematik, muss man nicht immer wieder neu diskutieren.
wollen wir nicht, machen wir lieber nicht, auch wenn es andere YouTuber oder andere Newsportale anders machen. Wir machen das mal lieber nicht. Also gibt es so ein bisschen von mir Rückschau. Was natürlich auffallend ist, dass die ganzen Leute sich auf der gesperrten Beach Road aufhalten, dass sie sich an den Zäunen wie letztes Jahr auch rumdrücken, dort in großen Menschentrauben stehen. Den ja, Auftritten kann man ja folgen, optisch ein bisschen aus der Entfernung, lautsprechertechnisch natürlich gut ausgestattet, die Ohren bluten nach einer Viertelstunde. Aber man kann das auch machen wie wir beide. Boot war ständig auf der Suche nach was Essbarem. Ich habe mich hier mit so einer kleinen Decke, die man hier von freundlichen Verkäufern oder Verkäuferinnen leihen, mieten, einkaufen kann. Wir haben unsere mit nach Hause genommen danach. Für 100 Baht ist auch nicht dramatisch. Haben dort gesessen, haben uns mit all den kulinarischen Sachen dort ja so richtig vollgestopft. Für mich auch ein entspannter Abend. Wie gesagt, die Musik ist nicht meins, das Essen ist auch nicht unbedingt so meins. Allerdings das Gute, nach 2 Tagen keinerlei Beschwerden, bauchtechnisch und so weiter. Alles sehr, sehr sauber, sehr ordentlich. Also da hatten wir schon ganz andere Sachen erlebt gehabt, gerade bei solchen Veranstaltungen oder Streetfood, wo es da schnell geht, wo die Leute Touristen sind, die kommen, wo man nicht auf Stammkundschaft setzt und so weiter. Alles von der Seite richtig gut und Mode auch ganz gut gelaunt. Teilweise kannte sie ein paar von den Interpreten, bekannte Schauspieler, bekannte Sänger, die ihr zwar vielleicht von dem Bandnamen nichts gesagt haben, aber als sie dann auf der Bühne erschienen und dann wusste sie plötzlich, das ist der, das ist die, und dann kann sie da schön mitsingen und mittanzen. Also hervorragende Zeit, die man dort verbringen kann. Alles in einem entspannten Rahmen. Die großen Diskussionen, die großen ja, Probleme, wie immer, bleiben natürlich auch nicht aus, kommen aber erst dann ans Licht, wenn am nächsten Tag so das ja, Festivalfieber ein bisschen abgeklungen ist. Diskussionen gab es natürlich über Müllprobleme. Das hat man versucht in den Griff zu bekommen, indem man schon viele Müllbehälter aufgestellt hat. Aber der Strand sah am nächsten Morgen immer noch nicht so richtig wirklich sauber aus. Hat man da natürlich von der Stadtverwaltung sauber gemacht, wie das mit den Kosten ist und so weiter. Das kann man sich gut vorstellen, wer das dann trägt zum Schluss. Aber das ist halt bei solchen Veranstaltungen immer so der Fall. Die Händler haben halt aber auch versucht, wirklich dort ihre Stände und ihre Umgebung sauber zu halten, so dass dort nicht viel passiert ist. Den zweiten großen Aufreger könnt ihr euch natürlich auch vorstellen. Gab's nur im Anschluss im Internet und in sozialen Medien. Vor Ort hat sich niemand drüber aufgeregt, da haben alle schön brav mitgemacht. Ihr kennt das, diese Zeiten haben sich in Thailand immer noch nicht geändert. Alles, was mit dem großen C hier zusammenhängt, wurde hier natürlich umgesetzt. Zugang zum Bühnenbereich nur für behandelte Zuschauer, dann auch nur Sitzen auf den Stühlen. Die Stühle durften nicht bewegt werden, alles mit Abstand und so weiter. Maskierungspflicht, also all diese ganzen Spielereien, die man schon seit längerer Zeit kennt, auch hier. Wie gesagt, vor Ort hat sich niemand, zumindest habe ich nichts mitgekriegt, aufgeregt. 95% würde ich mal sagen, der Besucher dort haben sich auch an alles gehalten, was vorgeschrieben war. Aber halt später im Netz wurde das schon stark kritisiert. Alles war natürlich vorher bekannt gewesen. Und wer das dann entsprechend ablehnt, ja, der kann dann leider solche Veranstaltungen im Moment immer noch nicht besuchen. Schade vielleicht auch für die Künstler, die gerne vor noch größerem Publikum gespielt hätten. Aber was soll man dazu sagen? Die Zeiten sind halt so immer noch. Und wir hoffen halt wenigstens, dass es so bleiben wird und nicht noch anders kommt. Entsprechende Nachrichten zu all diesen Themen und so weiter wird es natürlich in der nächsten Woche geben. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Vielleicht auch für nochmal einen Hinweis, gerne unseren Kanal abonnieren, damit ihr kein Video, keine Nachrichten, keine interessanten Dinge aus Thailand und Pattaya verpasst. Folgt uns gerne auch auf Instagram. Dort posten wir auch immer so kleine Sachen, wie zum Beispiel das große Muschelessen von Mode. Das kommt heute Abend. Dann sagen wir danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Video.